Ja, bei uns ist Jason Chicker. Jason am Ende 1-2 gegen Lubin der Test. Was kannst du aus deiner Sicht so aus diesem Test dann noch rausziehen? Ja, klar, wir haben erstmal 2-1 verloren. Das im Testspiel halt nicht immer gut. Wir hätten in der ersten Halbzeit vor allem viel mehr Chancen reinmachen können. Der letzte Pass hat gefehlt oder war dann zu spät abgespielt. Ja, einfach wie auch schon in der Liga spielen, die Chancen nutzen, die da sind und besser verteidigen, vor allem die Standards. Ja, für beide Mannschaften gilt natürlich immer ja, das Momentum des, der Bedingungen jetzt hier vor Ort. War extrem schwierig, extrem ja, starker Wind und natürlich Regenfälle. Wie hast du das auf dem Platz erlebt? Ja, war halt nicht so einfach. Die langen Bälle, egal jetzt von uns oder von denen, konnte man nie einschätzen, weil der Ball gefühlt in der Luft stehen geblieben ist. Regen dazu, war auch noch da dazu und das hat halt ein bisschen, ja, war halt ein bisschen schwerer als sonst, aber das war für beide Mannschaften gleich, deswegen müssen wir mit den Bedingungen ankommen und vor allem auch annehmen und, ja, und das einfach nächstes Mal besser machen. Ja, und abschließende Frage, jetzt 8. Tag im Trainingslager, wie ist bisher so dein Eindruck, wie sind die Beine? Ja, die sind relativ schwer, wir trainieren sehr viel und versuchen uns natürlich zu verbessern, aber die sind schon schwer, das kann man schon so sagen. Und die Bedingungen grundsätzlich aber top und im Hotel und drumherum? Ja, sonst top. Ich glaube, jeden Tag war das Wetter bis jetzt sehr gut, außer halt heute beim Spiel. Sonst muss man sagen, Hotel ist top, die Plätze sind top, das passt schon alles sehr gut. Alles klar, Jason. Danke dir vielmals heute. Gute Vorbereitung. Dankeschön. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende 1-2 gegen Lubin hier im Test in Belek unter ja, sehr, sehr schweren Bedingungen, kann man sagen. Ja, ich habe es eben schon auch zu den anderen Pressen. Es war unnötig gewesen, weil wir seit Tagen versucht haben, das Spiel zu verlegen. Und auch noch heute Morgen bei uns ist das Wetter gut. Kein Regen, kein Wind. Hier wäre es morgens auch besser gewesen, aber der Gegner hat drauf bestanden. Was kann man denn aus so einem Test unter diesen Bedingungen mit diesem starken Wind und dem starken Regen eigentlich am Ende rausziehen? Also grundsätzlich muss ich trotzdem sagen, das waren zwar schlechte Bedingungen, die waren für beide Teams gegeben. Und wir hätten einfach das konsequenter gegen den Ball spielen müssen. Weil wir dann, was wir rausziehen können gleich, nämlich dann das, dass wir einfach Standards sauber verteidigen müssen, dass wir vorher auch im Zweikampf besser drin sind und dass wir nicht in den Druck reinspielen, sondern einfach im Ball, es war ohne jegliche Bedrängnis. Also beide Tore waren so ein bisschen nicht gut von uns verteidigt und selbst ein Stück weg aufgelegt. Und ansonsten war es so, dass wir heute nicht so extrem viele Torchancen wie das letzte Mal rausgespielt haben, aber trotzdem auch durchaus möglich gewesen wäre, dass wir das ein oder andere Tor mehr erzielen. Ja, 8. Tag im Trainingslager. Wie lautet deine bisherige Bilanz insofern, als dass du so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren lassen kannst, weil es ja eben auch einige intensive Trainingseinheiten auf dem Platz gab? Ja, dass wir das umsetzen konnten und das darf jetzt nicht der falsche Eindruck entstehen, weil heute hier jetzt mal schlechtes Wetter war, weil wir hätten ja trotzdem bis 15 Uhr gute Bedingungen gehabt. Also da hatten wir wirklich sehr gute Bedingungen, konnten intensiv mit der Mannschaft trainieren, konnten viele Dinge auch, die wir gerne umsetzen wollen, mit der Mannschaft ausprobieren. Abschließend die Frage, wie geht es jetzt morgen direkt weiter nach einem Spiel, weil der Freitag noch dann zum Abschluss die Partie gegen Budapest ansteht, ist es dann eher regenerativ? Ja, morgen ist eine regenerative Trainingseinheit und dann haben wir am Freitag hier unseren letzten Test und dann geht es ja im Anschluss den nächsten Tag auf die Rückreise. Alles klar, Trainer. Vielen Dank und gute Vorbereitung weiter. Danke euch auch, einen guten Tag.